Willkommen zu Sinumeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt. Unsere Videoreihe mit dem Ziel, Themen rund um die Sinumeric praxisgerecht und mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Heute mit dem Thema Gewindeherstellung mit angetriebenen Werkzeugen. Diese Gewindeherstellung mit angetriebenen Werkzeugen unterteilt sich in verschiedene Fertigungsverfahren, auf die wir im Detail eingehen. Und natürlich speziell, wie wir das Ganze in Sinumeric Operate gehandhabt. Und am Ende unseres Videos, wie immer, ein Praxisteil Gewindeherstellung auf der Fräsmaschine. In unserem Video Grundlagen der Gewindearten und deren Herstellung gingen wir im Detail auf die Definition, Einordnung und Hauptaufgaben von Gewinden ein und möchten an dieser Stelle auf dieses Video verweisen. Die Möglichkeiten der Gewindeherstellung mit angetriebenen Werkzeugen umfassen das Gewindefräsen, das Gewindebohren. Beides sehen wir da nochmal live in unserem Praxisteil und der Vollständigkeit halber das Bohrgewindefräsen. Alle Fertigungsverfahren sind Bestandteil der Sinumeric Operate. Das Gewindefräsen ist ein spanendes Verfahren und ein sehr wirtschaftliches Verfahren zur Gewindeherstellung. Das ist auch geeignet für Innen- und Außenbearbeitung und wir haben die Wahl zwischen einschneidigen Fräswerkzeugen und mehrschneidigen Fräswerkzeugen. Das heißt, der Durchmesser des Werkzeuges, die allgemeine Größe, ist relativ zum zu fertigenden Gewindedurchmesser. Man kann also auch große Gewinde mit zum Beispiel kleineren Gewindefräsern fertigen oder auch kleinere Gewinde mit größeren Gewindefräsern. Diese Flexibilität können wir uns hierbei bewahren. Charakteristisch für dieses Fertigungsverfahren ist dieser schraubenförmige Verfahrweg. Das heißt, das Werkzeug geht entsprechend der Steigung des Gewindes entweder von oben nach unten während des Fräsens oder von unten nach oben. Das spannende Standardverfahren für die Innengewindeherstellung ist das Gewindebohren oder auch gemeinhin als Gewindeschneiden bezeichnet. Wir benötigen hierfür für jede Gewindegröße das entsprechende Profilwerkzeug, sprich den richtigen oder den entsprechenden Gewindebohrer. Wir haben es hier mit zwei verschiedenen Bohrungsvarianten zu tun. Einmal das Sacklochgewinde und einmal das Durchgangsgewinde. Und das Sacklochgewinde heißt, das endet irgendwo im Material und die Späne müssen hierbei mit dem entsprechenden Gewindebohrer nach oben abgeführt werden. Und beim Durchgangsgewinde können die Späne nach unten abgeführt werden. Und hierbei ist unabdingbar als Voraussetzung, dass wir ein Kernloch vorab einbringen, in das dann das Gewinde geschnitten wird. Und sehr wichtig für dieses Verfahren ist die hundertprozentige Synchronisation zwischen Spindel und Vorschub. Das heißt, die Steigung ist dann der Vorschub pro Umdrehung. Ein weiteres spannendes Verfahren für die Innengewindeherstellung ist das sogenannte Bohrgewindefräsen. Dieses Verfahren vereint mehrere Bearbeitungsschritte in einem. Sinumeric Operate bietet auch hier einen Zyklus genau dafür an. Das Bohrgewindefräsen, wie der Name schon sagt, bohrt und fräst das Gewinde in einem Zug. Wir benötigen also kein vorbereitetes Kernloch oder eine Kernbohrung für das Gewinde, sondern das Werkzeug geht ins Volle, bereitet das Kernloch vor, fräst unmittelbar danach das Gewinde und erzeugt die dazugehörige Gewindephase. Hierbei ist es aber zwingend notwendig, dass dieses Werkzeug über eine innere Kühlmittelzufuhr verfügt, um die Kühlung genau an den Schneiden wirken zu lassen und die Späne abzuführen. Es entstehen sehr viele Späne hierbei. Und auch hier tritt allerdings ein erhöhter Werkzeugverschleiß auf und auch benötigen wir eine stabile Werkstückspannung und eine auch stabile Maschine. In Vorbereitung auf unser Praxisteil schauen wir uns kurz an, wie wir in die jeweiligen Bearbeitungsmasken der Fertigungsverfahren gelangen. Das Gewindefräsen finden wir unter Fräsen und dann Gewindefräsen. In der geöffneten Zyklenmaske für das Gewindefräsen haben wir die Möglichkeit, sowohl Innen- als auch Außengewinde zu selektieren und auszuwählen, was gerade gefertigt werden soll. Es gibt keine zwei Masken für Innen- und Außengewinde, lediglich eine Maske für beides.
Das Gewindebohren finden wir unter Bohren, Gewindebohren mit den entsprechenden parametrischen Vorauswahlmöglichkeiten. Und wichtig, das Gewindeformen erfolgt mit genau derselben Maske. Es gibt wiederum keine zweite Maske für ein anderes Fertigungsverfahren. Prinzipiell sind diese beiden Verfahren in einer Maske. Und das Bohrgewindefräsen auch unter Bohren und Bohrgewindefräsen. Hierbei wieder das Einsetzen der technologiebezogenen Werte und somit kann das Gewinde auch hiermit gefertigt werden. Und nun zur Praxis. So sieht unser Praxisteil aus, was wir heute fertigen. Und folgende Fertigungstechnologien kommen zum Einsatz. Das Fräsen eines Innengewindes und das Einbringen von Gewindebohrungen und Fräsen von Außengewinden. Wie sieht das jetzt im Detail aus? Die einzelnen Arbeitsschritte gliedern sich wie folgt. Planfräsen der Oberfläche und das Einbringen des Gewindekernloches für das Innengewinde und das Fräsen der Außenkontur. Danach werden die notwendigen Gewindephasen angebracht und das Innengewinde gefräst. Danach wechseln wir zur Bohr-, sprich Punktbearbeitung, zum Einbringen der Gewindebohrungen und danach werden die vier Gewindezapfen gefertigt. Wie sehen die einzelnen Arbeitsschritte auf der Steuerung aus? Nach dem Einstellen der Rohteilkonfiguration starten wir auch gleich mit dem Planfräsen, um eine saubere und parallele Fläche zu erhalten. Nach diesem fräsen wir außen herum, um die Außenkontur zu beschreiben und bereiten im nächsten Schritt den Kernlochdurchmesser für unser Gewinde M32 x 1,5 vor. Dieser Durchmesser beträgt 30,5 mm, denn die Formel zur Berechnung des Kernlochdurchmessers lautet Nenndurchmesser minus die Steigung. Also 32 minus 1,5 macht 30,5 mm im Durchmesser. Nach diesem Schritt erfolgt das Fräsen dieser Konturen, wir sagen Inseln, dazu, das heißt, das Material, was sich zwischen diesen Konturen und am Rand befindet, wird vollautomatisch über die Taschenfräsfunktion entfernt und lässt diese fünf Inseln stehen. Unser Gewindezylinder mit den einzelnen zukünftigen Gewindebolzen, das sind jetzt nur zylindrische Stege. Und im Anschluss an das Fräsen erfolgt das Einbringen der Gewindekernlochdurchmesser unseres Gewindes M12. Das heißt, dies mit einem Spiralbohrer, in diesem Fall ein Vollhartmetallspiralbohrer, der in einem Zug durch das Material geht und einen Durchmesser von 10,2 mm fertigt. M12 minus 1,75, Kernlochdurchmesser für M12 10,2. Nach dem Bohren müssen wir zwingend die Kernloch Durchmesserphasen, denn die Gewindephase schützt einerseits das zukünftige Gewinde, damit der erste Gang nicht beschädigt wird und das Gegenstück sauber einzudrehen ist und es entfernt auch einen Grat, denn beim Zersparen von Metall entstehen scharfe Kanten, die hiermit auch gleich entfernt werden. Und genauso wie die Phasen an den Kernlochdurchmessern entfernt werden, müssen die Phasen natürlich auch an den Stegen, den zukünftigen M10-Gewinden, entfernt werden, genauso wie am Gewinde M32x1,5 und natürlich auch an den Außenkanten unseres Werkstückes. Dies erfolgt durch Phasenfräsen im Fräsmodus mit einem Phasenfräser 45 Grad, der entfernt sauber und gründlich die scharfen Kanten. Der nächste Schritt ist das Gewindebohren. Das Gewindebohren M12 in unsere bereits vorgebohrten Kernlochdurchmesser. Einmal hier in der Mitte vom M32x1,5 und die vier im Kreis angeordneten Bohrungen. Nach der Auswahl unseres Werkzeugs im Werkzeugmenü wird hier eingestellt, was für ein Gewinde wir fertigen wollen. In dem Fall ein isometrisches Gewinde oder zur Auswahl steht natürlich auch noch Whitworth-Rohrgewinde und UNC-Gewinde. Und man kann natürlich auch ohne Gewindetabelle arbeiten, nur hier sind alle Werte manuell von Hand einzutragen. Und
Die tabellarische Auswahl ermöglicht es uns, dass die Steigung fest voreingestellt ist und wir können damit mit verschiedenen Technologien das Gewinde schneiden. Was heißt, verschiedene Technologien entweder in einem Schnitt durch die Bohrung in einmal rein und raus, Gewinde fertig, oder um irgendwelche Spänestaus zu vermeiden, mit einem sogenannten Spanbruchverfahren. Das Werkzeug geht immer ein Stück rein, verweilt kurz, dreht minimal zurück und geht weiter ins Gewinde. Etwas gründlicher arbeitet dann der Endspänzyklus. Der Gewindebohrer geht ins Material, komplett wieder raus, wieder rein, wieder raus, bis die endgültige Gewindeendtiefe erreicht ist. Und auch hier, wie schon im Theorieteil erwähnt, die Synchronisierung der Spindel und des Vorschubes ermöglicht ein immer wieder erneutes Eintauchen in das Gewinde. Nach dem Gewindebohren kommt dann das Gewindefräsen. In dem Fall beginnen wir mit dem Gewinde M32 x 1,5. Das heißt, unser Gewindefräser wird über das Werkzeugmenü ausgewählt. Die notwendigen Schnittgeschwindigkeiten werden eingestellt. Und hier ergeben sich jetzt, wie im Theorieteil ebenfalls erwähnt, vielfältige Möglichkeiten. Wir haben beim Gewindefräsen die Möglichkeit, von oben nach unten das Gewinde zu fräsen oder von unten nach oben. Das heißt, das Werkzeug beginnt unten und endet am oberen Rand. Auch das ist manchmal technologisch nötig. Wir können natürlich hier auch einstellen, ob rechts oder links Gewinde gefertigt werden soll, ebenso wie, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Innen- und Außengewinde. Alle drei genannten Varianten verbergen sich in einem Zyklus. Wir benötigen nicht mehrere Zyklen. Der eine Gewindefräszyklus beinhaltet so viele Möglichkeiten, dass ganz komfortabel ein Zyklus ausreicht, um alles auszuwählen. In dem Fall natürlich ein Innengewinde. Und das Gewinde M32 x 1,5 ist nicht im Standard, sondern ein Feingewinde. Und hier können wir in dem Fall nicht unsere isometrische Tabelle wählen, weil das Gewinde hier im Pulldown-Menü schlichtweg nicht aufgeführt ist. Wir wählen also aus kein Gewinde und setzen hier unsere Werte ein, Steigung 1,5 und Durchmesser, in dem Fall dann Nenndurchmesser 32. Und damit sind alle Werte eingestellt. H1 zum Beispiel ist die Flankenhöhe der Gewindespitzen, das berechnet das System technologisch bedingt völlig autark und automatisch. Genauso wie das große Gewinde ist es dem Zyklus völlig egal, ob das Gewinde groß oder klein ist. Unser M10 ist die gleiche Technologie, nur hier verwenden wir halt die isometrische Tabelle für die Gewindeauswahl und M10 ist natürlich ein Standardgewinde, was wir selbstverständlich auch hinterlegt haben und alle Werte sind vollautomatisch eingetragen. Nach dem Absetzen dieser Programmsequenzen überprüfen wir unser gesamtes Programm mit Hilfe der realistischen Simulation und danach starten wir dann den Fertigungsprozess.
die komfortablen Zyklenmasken zusammen mit der realistischen, fertigungsgerechten Simulation ergeben eine Garantie für den Endkunden für eine schnelle und prozesssichere Gewindeherstellung mit Sinumeric Operate. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Siemens. Ingenuity for life.